Kennen Sie das? Sie reden mit einem Freund über ein bestimmtes Produkt und wenige Minuten später ist dieser Artikel dann in Form von Werbung auf der eigenen Facebook- oder Instagram-Seite. Damit scheint eines fix zu sein, wirklich alleine sind wir niemals. Facebook weiß einfach alles über uns. Die wissen ganz genau, wo unsere Schwachstellen sind, wo man uns gut erwischen kann. Sie machen das zwar einfach, um Werbung zu verkaufen, aber sie stellen einfach auch danach den Newsfeed zusammen. Das heißt also, die Nachrichten, die wir bekommen, sind genau auf uns zugeschnitten und das bedeutet, dass wir wahnsinnig manipulierbar sind. Die Möglichkeit, Menschen in einer derartigen Dimension zu manipulieren, ist schon erschreckend und zeigt einmal mehr, dass es gefährlich ist, wenn die Medienmacht in der Hand einiger weniger ist. Corinna Milborn hat bei der Vollversammlung in der Arbeiterkammer Oberösterreich einen Vortrag über Demokratie und Medien gehalten. Medien in Österreich sind ordentlich unter Druck, weil einerseits kommen die großen Konkurrenten aus Silicon Valley daher und graben österreichischen Medien sowie in ganz Europa das Wasser ab. Andererseits haben Politiker sich so ein bisschen darauf verlegt, dass sie lieber mal ein YouTube-Video machen oder ein Hintergrundgespräch mit ein paar sehr ausgewählten Kollegen, als eine Pressekonferenz zu geben und sich wirklich der Öffentlichkeit zu stellen. Und ich glaube, das muss sich wieder ändern. Ändern. Das ist auch das Stichwort für die Vertreter der etwa 665.000 Beschäftigten hierzulande. Und die Hauptanliegen? Steuern senken, Pensionen ab 45 Beitragsjahren sichern, ein neues Bildungssystem, das für alle die gleichen Chancen bietet, die Pflege und ein gesetzlicher Mindestlohn. Ich glaube, die 1700 netto, die einmal im Wahlkampf diskutiert wurden, oder die 2000 brutto, die jetzt im Kollektivvertrag Metall fixiert wurden, sind solche Größenordnungen, an die man sich herantasten muss. Ob das mit einer möglicherweise künftigen türkis-grünen Bundesregierung geht, daran hat der Chef der Arbeiterkammer Oberösterreich aber seine Zweifel. Aber die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, auch die, die den Arbeitnehmern nicht geschmeckt haben, kommen von der ÖVP. Und ich würde mich wundern, wenn die jetzt wegen der Grünen von diesen Positionen abrücken. Und das heißt nichts Gutes. So oder so, aktuell sind die Augen nach Wien gerichtet. Und wie alle Regierungen vorher, soll auch die künftige laut Kalliauer an ihren Taten gemessen werden.